Bitte, Herr Luft. Guten Ostertag, liebe Hörer. Ich komme heute fast durchweg mit guter Mär. Erfreulichkeiten sind zu berichten, wie sich's für einen so hohen Festtag wohl gehören mag. Wir können Ja sagen und uns über Erreichtes freuen. Und das wollen wir denn auch mit Genuss und Genauigkeit tun. Zuerst zum Theater. Vor dem, was sich im Renaissance-Theater seit Wochen braute, hatte ich, muss ich zugeben, kalte Füße. Man war dabei, Goethes Langgedicht in Hexametern, seine Idylle vom Hermann und Dorothea in Bühnenform umzugießen, aus einem akklamierten Epos ein Drama, ein Schauspiel zu fertigen. Da kriegt man als Mensch, der noch einigermaßen auf die Haltbarkeit der Kategorien hält, automatisch einen Bammel, denn die Bühne ist ohnehin, wenn man ihr einmal auf die Finger sieht, zurzeit formal außer Rand und Band. Viele nach Maß und Regel gefertigte Stücke wollen uns trotz ihrer formalen Festigkeit plötzlich nicht mehr schmecken. Aber Leute kommen daher, die bringen einfach, sagen wir, ein Tagebuch, einen Briefwechsel auf die Bühne und erstaunlicherweise ist bums ein prima Theaterabend da. Oder sie holen reine Romane in Dramen herein oder sie nehmen Tatsachenberichte und schustern daraus ein dann tatsächlich erstaunlich funktionierendes Theaterstück. Andererseits die Autoren selber, die Männer, die zurzeit den Ruhm und die Spielbarkeit der Bühne beliefern, die Becketts, die Ionescos und Genets und ihre Nachfolger in der Form der Formlosigkeit, sie alle scheinen darauf aus zu sein, zu beweisen, dass man auch Theater machen könne, ganz ohne die alten Regeln und Formen, ohne Handlung, ohne den zementierten Aufbau des Tragischen, ohne die festen, frommen Spielregeln des Spiels. Und Ionesco selbst geht ja so weit, dass er seine besten und wirksamsten Stücke nun geradezu von vornherein und mit Bedacht Anti-Stücke nennt. Wer soll da noch die Sekundaner im Deutschunterricht lehren, wenn die Kategorien ins Schwanken kommen, wenn alle Dämme aller Alten der Form brechen, offenbar, wenn die ästhetischen Grundgesetze nur immer zertrümmert und kühn überspielt und übertölpelt werden? Man kommt ja langsam wirklich ins Rutschen. Voraussagbar sind da Güte und Erfolg kaum mehr. Die strenge Dramaturgie alter Schule ist nicht mehr anwendbar. Plötzlich werden erstaunlicher und eigentlich skandalöserweise gute Stücke solche, die nach den Lehren der Literarästheten schlechte Stücke sein müssen, und schlechte Stücke scheinen uns zuweilen solche, die nach den alten Kunstgesetzen der Regel der Trie des Stückebaus gute Stücke sein müssten. Der Kritiker im Dilemma, der Dramaturg in der Bredouille, das Theater hat ungeheure Freiheiten gewonnen und Möglichkeiten, die ihm vor zwei Generationen noch nicht offen standen. Man kann natürlich darüber Klage führen. Ich finde, man soll sich darüber freuen, über jeden Zugang an Freiheit, über jede Erweiterung der Spielmöglichkeit, über jede neue Invention auf dem Gebiet des Dramas soll man ruhig frohlocken. Hier hat nun der Dr. Ludwig Berger einfach eine alte und hochbewährte Sache aus dem Buch auf die Bühne umgepolt. Goethes epische Idylle Hermann und Dorothea ist ein hochkonservatives Gedicht. Es huldigt nicht dem Fortschritt und der Veränderung der Welt, es lobt die Bewahrung, es feiert die Beständigkeit. Die französische Revolution, die von fern herein und hinüber spielt, mit dem Zug der Flüchtlinge, die den kleinen städtischen Ort berührt. Die Revolution wird nicht in ihrer historischen Notwendigkeit, wird nicht in ihrem Ungestüm der zur Welt- und Menschenveränderung gewertet. Hier ist sie nur Aufruhr, Grausamkeit, Ruhestörung. Hier stört sie die kleinbürgerlichen Kreise. Dies Gedicht lobt und preist die Bewahrung, den Frieden, die Stille. Und wenn Hermann, der Sohn, gegen den betulichen und beharrenden Vater aufbegehrt, ach, so tut er es wieder nicht in Tönen des Vaterhasses oder der zornigen jungen Männer von einst. Er stellt sich unter das Gesetz. Er überredet den Alten langsam. Er führt ihn peu à peu an die Veränderung, ohne eigentlich selbst etwas Grundsätzliches verändern zu wollen. Ein hochkonservatives Gedicht ist dies. Vom Goethe des Sturm und Drang ist da nichts mehr zu spüren. Dies liebt und preist das Stille, das Fortschreitende, aber den Fortschritt keineswegs überhastende kleine Leben. Es holt die Helle des Schicksals in eine Welt herein, die fast kleinlich, die fast biedermeierlich, spießbürgerlich wirken können. Und damit auf Wiederhören, noch gute Ostern und auf Wiederhören, wie immer dann in einer Woche, gleiche Zeit, gleiche Welle, gleiche Stelle. Sie hörten die Stimme der Kritik. Es sprach
Friedrich Luft.